Leute, was geht ab? Stadi zu dem Skin des Abstand. Heute mit einem neuen Video. Und zwar, wir nehmen heute an einen Skin-Contest dran teil. Ich habe mir eine richtig geile Skin-Kombination zusammengestellt mit sehr, sehr krassen Emotes, Leute. Ich hoffe, dass wir damit ins Finale kommen und damit den Skin-Contest gewinnen. Ich liebe ja Skin-Contest Fortnite. Es gibt sehr, sehr viele Teilnehmer, die hier... Oh, Leute, was ist der denn hier für ein Bauer-Gurke? Es gibt sehr, sehr krasse Leute, die wir hier als Gegner haben. Das sind nämlich die Leute aus SU sein Discord. Ich bin echt gespannt, wer das hier gewinnen wird. Und der Bewerter ist natürlich kein geringerer als SU. Ich bin gespannt, Leute, wann es abgeht, wer gewinnt. Und ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ich will euch nur mal eins zeigen. Guck mal hier, einmal hier so eine kranke Kombi. Guckt euch das an hier. So, guck mal hier, schön, oder? Wie schön das passt. Das sieht einfach... Wow, wow, das ist so ein schöner Skin. Okay, das sind hier... Was? Das sollen meine Gegner sein? Ist das hier deren Ernst oder was? Leute, ist das hier deren Ernst? Das sollen meine Gegner sein? Captain Blaubrille, dann hier irgendwie so ein Dulli-Skin, dann hier so ein... Hä? Wow, okay, das sieht nice aus hier. Ich finde, die Combination sieht richtig gut aus von dieser einen Prinzessin. Aber ansonsten, also... Ich sag ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin etwas enttäuscht, weil ich sehe hier bis dato noch keinen, der mir überhaupt ansatzweise das Wasser reicht. Knock, 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 knock. Die beiden Knockout-Leute. Das ist nämlich das Spiel, was ich euch heute zeigen werde. Und zwar, das Game hat es wirklich richtig in sich. Hierbei handelt es sich um ein spaßiges Kampfspiel, das du gemeinsam gegen mich oder mit deinen Freunden spielen kannst. Oder gegen deine Freunde spielen kannst, so wie du auch mal willst. Ihr werdet ein kleiner, aber mächtiger Gott der Mythen. Ihr könnt eure Freunde einfach von der 3D-Landkarte runterstoßen und die Oberhand gewinnen. Spiele als Cartoon-inspirierter Charakter Götter aus der Mythologie, wie zum Beispiel Thor, Herkules oder Athena. Ich sag euch ehrlich, Leute, das ist wirklich richtig krasse Multiplayer-Action. Ihr müsst eure Gegner natürlich Schaden hinzufügen und wenn es dann soweit ist, könnt ihr die einfach runterstoßen. Das Game ist nämlich von 2D-Brawlern inspiriert worden, aber hier haben wir 3D, Leute. Hier hast du nämlich die Third Person 3D an sich. Let's go. Es gibt verschiedene Schlachtfelder und Arenen, in denen ihr mitmischen könnt. Jede Arena hat neue Mechaniken, die ihr beherrschen müsst. Einige haben tödliche Fallen, einige gehen kaputt und vieles weiteres. Also seid da auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr müsst überall der Beste sein. Und entfesselt natürlich die göttlichen Kräfte von Herkules. Schleudere als Herkules riesen Felsbrocken umher, schwingendes Excalibur als König Artus oder beherrsche den Hammer von Thor. Bekannte Spielmodis gibt es natürlich auch. 3 gegen 3 Modus, 2 gegen 2 Modus oder 1 gegen 1. Egal was ihr wollt, ihr habt die volle Auswahl. Und ihr könnt natürlich leveln. Das Ganze ist Crossplay, Leute. Ihr könnt auf PC spielen, Konsolen, egal wo, ihr könnt überall mit allen zusammenspielen. Das Geile ist, Leute, auf PlayStation Plus ist das Game kostenlos. Also, falls ihr PlayStation Plus habt. Ansonsten PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One, überall gibt es das Game, Leute. Ich würde euch jetzt empfehlen, geht jetzt hier auf den Link, download euch das, testet das auf jeden Fall mal aus, Leute. Ist extrem geil, macht richtig viel Bock. Let's go! Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Skin Contest. Ich werde heute für euch der Bewerter sein. Stani ist irgendwo dazwischen, ich bin echt gespannt. Freunde, wie immer geht, eigene persönliche Meinung. Oft ist das der Fall, dass die Leute hier mit den meisten Skins und meisten Backpings auch relativ weit kommen. Das ist halt leider Pay to Win, also akzeptiert das einfach, Freunde. Wir wollen hier natürlich alles hier auch chillig halten. Deshalb, was ist Stani, was willst du sagen? Ich will noch kurz was sagen, aber wir können eigentlich den Skin Contest direkt abbrechen, weil ich sehe hier nicht einen, der mir überhaupt ansatzweise das Wasser reichen kann. Denkst du das? Ich sag dir ehrlich, es gibt hier keinen, der mir das Wasser reichen kann. Also, da waren ja im Gegensatz zu dieser Gurkentruppe, waren bei mir Profis. Gurkentruppe? Ja, okay, das sehen wir ja gleich. Vergiss nicht, persönliche Meinung von Dr. Fischkopf Larry, okay? Ja, also, wenn ich irgendwas nicht cool finde und du direkt der Erste bist, vielleicht bist du auch direkt der Erste, der gerade vor mir steht. Also einmal bitte rauskommen, wir starten mit unserem krassen Skin Contest. Okay, also SU ist jetzt hier. Also ich sag, der einzigste, den ich echt nice finde, ist die Combination hier mit dem mit dem Gorilla hier. Das Ding ist, hatten wir halt auch schon 20.000 Mal im Skin Contest eigentlich gehabt. Aber ansonsten ist jetzt, okay, ich finde halt hier Blaumütze, ja, es ist alles nichts Spezielles, wenn ich meinen Skin dagegen sehe. Holy moly Macaroni. Damit werde ich alle sowas von abziehen. Let's go. Also wenn SU gleich hier diesen Feuer-Renegade weiterlässt, also dann verliere ich wirklich den Glauben. Also wenn er den weiterlässt, dann over. Dann sage ich das gar nicht mehr. Dann ist für mich, dann haben wir schon eigentlich gewonnen. Weil dann merkt man, dass SU gar keine Ahnung von irgendwas hat. Was guckst du so? Glubschauge, hä? Are you ready for the show?
Einmal bitte rauskommen. Okay, man muss dazu sagen, das ist halt ein Battle Pass Skin, Leute. Ich muss dich leider rauskicken. Optisch siehst du cool aus mit den Flammen. Backbling ist okay, aber ich fühle das nicht, weil du bist für mich so ein Battle Pass Skin, dich habe ich ja auf dem Schirm und für mich kein Wow-Effekt. Das gleiche hier mit unserem Schlosskopf Larry von damals haben wir auch schon so oft gesehen. Backbling und Spitzhack. Ich habe dich sogar gerade in dem anderen Skin Contest gesehen gehabt. Da warst du auch sogar mit mir am Battlen, am Dance und deshalb bist du für mich auch leider nicht weiter. Der nächste bitte. Bei dem Skin muss ich leider sagen, ist auch kein Wow-Effekt, weil ich diese Spitzhacke gerade benutzt habe. Auch das Backbling muss ich leider rauskicken. Wir sind heute knallhart. Es ist sogar Ruka, Leute. Ja, ich sag, das sind nur Müllhaufen dabei, Bro. Es sind nur Müllhaufen. Da haben wir hier mal einen PS-Skin, Leute. Lange nicht mal gesehen. Backbling finde ich jetzt nicht so nice ausgewählt. Spitzhacke ist okay. Aber dein Backbling gibt dir ein paar Minuspunkte. Du bist trotzdem weiter. Der Erste, der hier weitergekommen ist. Ui, Würfelkopf Larry, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Backbling ist richtig nice mit der 8. Ich bin gespannt, ob du die 8 vielleicht irgendwie in der Story oder so einbauen kannst. Spitzhacke ist auch cool. Bis jetzt einzige, wo ich wirklich sage, ohne Probleme weitergekommen. Einfach die Schwester von Jacqueline oder was? Lange nicht gesehen, Freunde. Backbling und Spitzhacke auf ganz gechillt hier angelehnt. Muss man sagen, passt optisch. Vielleicht hier von den Farben nicht so übertrieben krass. Aber wenn man einfach so diesen menschlichen Skin anguckt und sagt, komm, sie hat diese Sachen im Wald oder so zusammengebastelt. Und deshalb fühle ich das, feiere ich. Deshalb bist du weiter. Außer dem Bonuspunkt wegen Jacqueline. Der Samurai. Auch lange nicht mal gesehen. Zeig mal dein Backbling. Alles hier in Gold gehalten. Goldene Akzente am Start. Ich muss sagen, das sieht cool aus. Cool, du bist weiter. Ui, die Hexe von dir. Die Hexe auch lange nicht mehr gesehen gehabt. Aber das ist auch so dieser typische Skin, den man schon entweder in jedem zweiten oder dritten Skin-Contest sieht. Deshalb bist du leider für mich draußen. Nimmt mir das nicht übel. Das ist einfach nur persönliche Meinung, persönlicher Geschmack. Ich habe schon 110 Contests oder so bewertet. Und wenn mir da Skins auffallen... Ach, Bro, du weißt, wie du bei mir punktest, ne? Für mich kein Wow-Effekt, weil ich diesen Skin mit Trinan halt relativ oft immer gespielt habe. Aber dein Backbling ist halt wirklich einzigartig, was ich so mit diesem Skin nicht gesehen habe. Die Spitzhacke gibt dir Minuspunkte für mich, weil ich auch immer, wenn ich diesen Skin spiele, spiele ich auch diese Spitzhacke. Aber es wäre unfair, dich rauszukicken, weil du optisch wirklich geil aussiehst. Du bist weiter. Also ihr merkt, auch so persönlicher Geschmack kommt wirklich hier zum Fett zum Einsatz. Ich muss sagen, hier die Pastella-Dame. Backbling ist jetzt nicht so übertrieben krass. Spitzhacke ist okay, aber für mich ist Pastella leider kein krasser Skin. Okay, Leute, ich muss sagen, von der Gurkentruppe hat Essie schon einige weitergelassen, die echt... Also... Ich will jetzt nicht pushen, ich war mir eigentlich noch nie ich war mir in keinem Skin-Contest so sicher, dass das ein easy win wird wie dieses Mal. Also, es kann niemand gegen mich gewinnen. Es funktioniert nicht. Es geht optisch gesehen, geht's gar nicht. Denkst du hier mit deiner Blech-Dings-Baseball gewinnst? Nein, kannst du vergessen. Du bist ein Müllhaufen, du bist ein Schrottplatz. Schrottplatz würde besser zu dir passen. Ja? Und der Skin hier vorne, das ist auch billiger Fake-Kick, mal gleiches Backding. Was ist das denn? Müll. Sollen wir hier nach vorne gehen, das dränge ich gleich nochmal ein bisschen vor hier. Oha. Okay, Freunde, die Königin. Ich weiß nicht, ob das eine andere Variante ist. Ich kenne die andere Version. Das ist eine andere Variante, ne? Deshalb auch wahrscheinlich mein Oha gerade, weil ich diese Version so nicht kannte. Spitzhacke ist cool, sieht man aber relativ oft. Backbling ist richtig schön ausgewählt. Skin und Backbling geben dir die meisten Punkte. Spitzhacke ein Minuspunkt, obwohl das optisch passt. Aber ich muss halt dazu sagen, das ist so eine Spitzhacke, die man oft im Skin Contest sieht. Deshalb hier gerade die Kritik. Deshalb bist du aber trotzdem weiter. Okay, was ist das denn bitte für ein Skin? Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass das auch eine zweite Variante ist. Ist das eine zweite Variante oder ist das der normale Skin? Ist das eine Variante oder was? Krass. Fühle ich. Geiler Skin, cooler Skin. Spitzhacke und Backbling auch so. Einfach so Disco-mäßig, würde ich sagen. Ne? So sportlich Disco angelehnt. Fühle ich. Mega nice. Du bist weiter. Auch einer der coolsten Skins bis jetzt da oben gewesen. Wen haben wir denn hier? Ich muss sagen, dass es auch für mich kein besonderer Skin ist von diesem Bundle. Optisch sah es so cool aus, aber für mich reicht das leider hier nicht in diesem Skin-Contest, weil wir schon geilere Skins weitergelassen haben. Der nächste bitte. Auch wieder so ein Bundle-Skin. Backbling Spitzhacke ist cool, aber ich fühle diese Skins gerade gar nicht. Nichts gegen eine Community, aber das sind wirklich Müllhaufen-Skins hier alles. Guck mal, was er sagt, Leute. Nehmt euch das nicht zu Herzen. Nehmt euch das nicht zu Herzen. Lass ihn doch, der Arme. Lass ihn doch. Ey, Herr Schneemann. Ich muss wirklich sagen, ich finde ihn süß. Das ist so ein süßer Skin, passend zum Thema aktuell Winter, Weihnachten. Wir werden ja bald Weihnachten haben. Ich finde den süß, obwohl das so ein Skin ist, den man manchmal als Bot sogar sieht. Aber Backbling und Spitzhacke und der persönliche Geschmack kommt hier auf jeden Fall zur Geltung. Deshalb bist du weiter, Junge. Herr Schneemann, der Nächste.
So. Was ist das bitte für ein Skin? Sieht man halt auch gefühlt, sieht man diesen Skin sogar in normalen Runden. Deshalb für mich bist du nicht weiter. Oha. Was ist das denn bitte für ein Skin? Digga, das ist safe, Stani. Also von den ganzen Skins und diese Skins, die noch da sind, du bist safe gerade. Ey, bleib mal stehen, Junge. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass du weiter bist. Also an sich, an meiner Reaktion merkst du schon, dass ich weiter bin. Aber lass mich doch mal ganz gechillt deine Sachen angucken. Backbling ist richtig schön. Spitzhacke. Hätte ich vielleicht was anderes genommen, weil ich habe auch vorhin überlegt, ob ich diese Spitzhacke nehme. Spitzhacke ist eine 9 von 10. Skin ist 10 von 10. Backbling ist auch 10 von 10. Spitzhacke hätte ich was anderes ausgewählt. Aber du bist auf jeden Fall weiter. Ganz krass. Leute, easy, 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 easy. Ich sag ja, win, win, win. Ich sag, der Einzige, guck mal, der sieht noch ganz cool aus hier. Der ist auch nice, aber der hat nur auch relativ oft. Also der sieht optisch ganz nice aus, aber man hat direkt an Esu seiner Reaktion gemerkt, dass ich der Heftigste mal wieder bin. Das ist ja eine ganz klare Sache, Leute. Dass ich der Heftigste bin. Blechbüchse ist auch weitergekommen, alles klar. Guck mal, wie er sich da freut. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, man hat schon an der Reaktion gehört, dass ich, denke ich mal, hier der absolute Favorite bin mit diesem Skin. Und ich hatte mal wieder den richtigen Riecher. So sieht es nämlich aus. Alleine, dass der Skin hier weiterkommt, auch nothing special, ne? Was haben wir hier, Mr. Roboter? Zeig mal, was du für eine Spitzhacke hast. Ui, mit deinem Baseballschläger. Bro, dieser Roboter. Ich lasse dich mal weiter, ganz knapp. Wirklich, es ist optisch okay, aber dieser Roboter, den sehe ich auch relativ oft in einem Skin Contest. Der nächste... Bro, das ist auch so ein Ruka-Skin. Ruka hat mit dem so oft schon bei uns gewonnen. Sorry, Bro. Sorry, tut mir leid. Optisch geil. Keine Frage, aber das ist so ein Ruka. So, jetzt kommen wir wieder endlich mal zu einem Skin, wo man sagt, okay, Freunde, das ist so ein Skin, den hat man lange nicht mal auf dem Schirm gehabt. Spitzhacke und Backbling, richtig passend. Einfach so ein Holzfäller. Das könnte auch Stani sein, ne? Der sieht sogar aus wie Stani. Guckt euch den mal an. Das ist einfach Stani oder der Bruder oder sein Vater. Bist du der Vater? Ich weiß es nicht. Er sagt, es ist Stanis Vater. Er sagt, ja. Bist du Stanis Vater? Okay, dann aus Respekt bist du weiter. Was ist das denn, Bro? Ist der hier Holzfäller oder was? Das ist doch dein Vater, oder nicht? Muss man einfach weiterlassen hier. Spaß. Also der Holzfäller ist auf jeden Fall... Ach, du hast mich gerade gar nicht gehört. Ich habe die ganze Zeit gelabert. Ich habe gerade die ganze Zeit gesagt, dass du das bist. Entweder bist du das oder dass das dein Vater ist, Bro. Oha, wenn sagen, du wüsstest, was der gerade gemacht hat, der Typ. Weiß ich nicht, das ist dein Vater einfach. Auf jeden Fall hier... Lass mich jetzt weitermachen. Fräulein, Frau, Renegade hier in Feuerform. Muss man leider rauskicken, ist so ein Bandeskin. Der nächste. Ey! Das ist bestimmt wieder Juju oder Sophie. Lass mich gucken. Schmeiß mal eine Tomate. Das ist bestimmt wieder Sophie oder Juju. Die nehmen immer diesen Skin, wenn die hier im Skin-Contest mitmachen. Und deshalb für mich kein Wow-Effekt, weil die immer diesen Skin nehmen. Muss leider dich rauskicken. Oh, die Modi weg. Krass! Ich war heute wirklich gut am Start und habe echt gut aussortiert. Ich muss sagen, wir haben wirklich viele menschliche, normale Skins. So einmal so ein Schulmädchen, dann haben wir so Disco-Göre, dann haben wir so einen Holzfäller, dann haben wir hier auch so ein Schulmädchen. Also man muss sagen, wir haben wirklich viele, viele menschliche Skins. Und deshalb, liebe Leute, jetzt wird es Zeit für Emotes. Ich werde jetzt in der ersten, weil wir ja in der ersten Runde durch unseren Skin extrem punkten konnten, werden wir jetzt kein so starkes Emote nehmen. Und ich werde das nehmen hier. Ich finde das ganz lustig irgendwie. Er würde uns aber nicht rauskicken, weil er uns eben gefeiert hat, den Skin. Deswegen können wir halt ein Emote nehmen, was nicht so ultra übertrieben krass ist. Das könnte man auch noch nehmen hier. Aber ich mache es nicht. Ich gehe ein bisschen, sollen wir ein bisschen Risiko gehen? Das Ding ist, doch, ich gehe Risiko. Kommt einmal bitte hier durch und zeigt mir, was ihr drauf habt. Ah, guckt euch mal den Affen an. Der ist einfach so hochentwickelt. Sein Verstand ist mittlerweile menschenreif. Deshalb ist er in der Lage, so ein Auto zu fahren. Passt von der Farbe. Richtig cool. Finde ich nice. Weiter mit dir. Komm her. Oha, Freunde. Ja, außerirdisch. Von einem anderen Planeten. Passt von der Thematik. Passt sogar optisch eigentlich gut. Du bist weiter. Free Round. Man kann sagen, ja auch. Doch, Thema Mensch hier mit dem Auto ist auf jeden Fall auch ein Free Win für dich. Schneemann sollte eigentlich auch Free Win sein, es sei denn, er verkackt hat. Ja, geh weiter, bitte, will ich gar nicht mehr sehen. Free Win, Free Round. Er setzt seinen eigenen Emote ein, würde ich vielleicht später einsetzen, weil du eh auf Kippe warst. Aber trotzdem bist du weiter. Komm, das ist dein eigener Free Emote. Was haben sie mitgebracht, junge Dame? Oh, dieses Schmetterling. Ich glaube, das ist auch sogar von ihr, oder? Ja, mit dem Riss, Freunde, wir kennen die Story, du bist weiter. Und Schulmädchen, was hast du mitgebracht? Laser. Was ist das? Was soll das sein? Das passt optisch jetzt mal gar nicht. Ich weiß, dass du eine Brille brauchst und du die Brille aufhast. Es sieht halt lustig aus. Es ist halt niedlich, Leute, muss man sagen. Du bist auf jeden Fall auch weit, allein wegen deiner Backbling, Spitzhack und alles. Aber ich hätte bei dir irgendwas anderes gewollt. Geil, Leute.
Das ging natürlich wieder auf. Das heißt, ich habe jetzt kurz ein bisschen gezittert, weil der Emote ist eigentlich echt nicht so krass, wenn ich ihn jetzt nochmal so gesehen habe. Aber wir sind jetzt natürlich durch diesen Vorteil, den wir jetzt gerade haben, ja, keinen guten Emote verbraucht. Ich dachte gerade auch, aber das wäre... Er hat halt den Skin so gefeiert, hätte mich echt gewundert, hätte er mich jetzt rausgekickt direkt. Deswegen nochmal alles gut gegangen. War, wie gesagt, ein bisschen gepokert, aber ich bin trotzdem zuversichtlich. Wir sind sehr, sehr gut im Rennen, Leute. Ich habe noch nichts Krasses ausgepackt. Vielleicht hat er auch einfach so random gesagt, komm, ich mache jetzt random irgendwas, um Free Round nicht zu kicken, beziehungsweise gleich bei den Emotes beim Bette oder irgendwas zu benutzen. Sag mal, was du mitgenommen hast. Mach mal nochmal. Ja, sieht auch richtig cool aus, passt einfach. Es könnte einfach so ein kleines Mädchen sein auf dem Spielplatz. Bei dir passt es auch optisch richtig gut. Alles so verspielt. Was hast du mitgebracht, Herr Samurai? Ja, komm, ist auch gut. Jetzt gehen wir mal alle in die nächste Zone, liebe Leute. Welche Vermutung dabei, hast du denn, wer ich bin? Ich habe zwei Vermutungen. Okay, sag entweder, mal. Entweder, ich habe das auch gerade versucht zu erklären. Ich kann mir vorstellen, entweder bist du der Holzfäller, weil das so ein einzigartiger Skin ist. Oder okay. Du bist die hier. Und eben gerade, als du deine rote, falls du das wirklich sein solltest, hattest du diese Laser gemacht, so nach Motto, ja, komm, ich werde jetzt keinen Free Round machen. Ich kenne dich doch, du Affenkopf, Larry. Und dann hast du dich bestimmt gefreut. So, oh, wir sind weitergekommen ohne Free Round. So, dann einmal bitte jetzt noch einen Tanz. Ich check das nicht. Guck mal, wie er lacht, Digga. Das ist so scheiße, Lavas. Safe habe ich recht gehabt. Keine Free Round. Bro, das ist alles Taktiken. Ey, geh runter vom Wolf. Einmal durchkommen und ein Emoji machen. Lachen, machen. Du bist Kippe, Bro. Ein Emoji. Bro, wusstest du eigentlich, dass dieser Holzfäller gar kein Skin ist? Stell dich mal hier hin. Weil Kippe ist, da entscheide ich mich später. Ja? Wusstest du, dass dieser Holzfäller gar kein Skin ist? Was sondern ist das dann? Das ist Dings hier. Das wurde mit Drohne, mit dieser einen Dings gemacht. Oha, krass. Dann noch krasser. Ja, ja. Danke für den Pluspunkt. Damit ist er auf jeden Fall für mich direkt einer meiner Favoriten geworden. Zeig nochmal. Stan hat wieder so viel gelabert und mich aus dem Konzept gebracht. Ja, ist okay. So, einmal bitte durchkommen und weitermachen. Jetzt Konzentration, Leute. Konzentration. Ja, optisch mega nice, passt. Ja, war easy. Wisst ihr, warum ich das Herz genommen habe? Das ist alles Taktik, weil die ganzen Dullis dieses Herz in den nächsten Runden auch nehmen werden, weil es eigentlich so optisch zu sehr viel passt. Deswegen werden das, glaube ich, auch viele auswählen. Aber guck mal bitte... SU sagt, die Pickaxe passt nicht. Guckt euch mal bitte an, wie geil die Pickaxe vom Skin jetzt passt, wo es Nacht ist. Bro, das ist ultra übertrieben krass. Also der Einzige, der mir gefährlich werden könnte, wäre der Holzfäller hier, den ich echt nice finde. Oder der hier. Der Rest ist für mich Schrottplatz. Also der Skurkentruppe einfach. Nächster. Passt optisch mega gut. Weiter. Jacqueline, was hast du mitgebracht, Jacqueline? Ja, ist cool, Leute. Kann ich mir bei ihr so richtig gut vorstellen. Auch richtig nice. Holzfäller, Kopf, Larry, was hast du mitgebracht? Stannis Vater. Oh mein Gott, Stannis Vater ist sauer auf Stanni, auf seinen eigenen Sohn. Ist das wirklich so? Ja, ne? Krass. Wer bist du? Was hast du mitgebracht? Herz, kaltes Herz, auch weiter. Und geht schon mal in die nächste Zone. Oh, Bro, du bist stark, ich weiß, aber ich finde, optisch passt das eh nicht so gut. Das passt optisch halt nicht so gut, aber außerdem warst du bei mir eh Kippe. Und deshalb, der andere ist leider auch draußen, der vorhin verkackt hatte. Wir müssen knallhart sein und wir sind halt jetzt schon direkt... Also, du bist knallhart, ja? Bro, bei mir sind nur noch 9 Leute übrig. Bro, du bist echt sehr knallhart, das ist krank. Du bist sorry, Kollege. Knallhart. Das sieht wiederum geil aus. Ja, komm, ausnahmsweise. Verzeiht mir, wenn wir nicht alles schaffen. Bist du ready, Jacqueline? Jacqueline ist ready. Okay, sie hat ein Medkit aufgehoben. Muss sich verarzten. Vielleicht hat sie sich verletzt oder so. Heilt sich erstmal 10 Sekunden mit dem Medkit. Passiert da noch großartig was? Und dann ist sie müde. Und dann kommt, ein Lami raus? Aus ihrem Körper? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Vielleicht war das jetzt irgendwie vergiftet. Kippe. War es das? Kann ich weitergehen? Ja, nächster. War jetzt nicht so besonders. Ich werde natürlich mir aussuchen, wann ich am Ende wen kicke. Okay, Freunde, wir haben hier gesehen, das ist bestimmt wieder Knuffel, Leute. Knuffel hat hier krasse Ideen. Du bist nicht Knuffel. Okay, mach, zeig, was du drauf hast. Nein, Stannis Vater geht Holzwellen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wie krank. Und jetzt benutzt er das Holz, hat einfach das verarbeitet und kann jetzt so eine krasse Architektur damit machen. Stani, dein Vater rasiert hier gerade so übertrieben krass. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Heftig. Vielleicht bin ich das ja. Vielleicht bist du das ja auch. Aber ich glaube, das ist dein Vater. Safe. Was hast du mitgebracht, junge Dame? Tomaten. Okay, Tomaten auf die Plattform platziert.
Macht sie jetzt vielleicht irgendwas zum Kochen fertig? Dann Schal rausgeholt. Ein bisschen auf Magie angelehnt. Da kommt ein Herz raus. Die Gießkanne rausgeholt. Ein bisschen Wasser. Die Tomaten werden jetzt gleich... Ah, sie ist so auf jeden Fall so ein bisschen Garten, Rasen mähen. Bisschen so Garten alles schön sauber machen. Gleich kommen hier die Tomaten raus, oder was? Kommen die Tomaten gleich raus. Nochmal hier ein bisschen gießen. Und dann kommen die Erdbeeren. Aus einer Tomate ist eine Erdbeere geworden. Aha. Na, also man versteht auf jeden Fall, was die Person damit sagen wollte. Ist okay gewesen. Ich fand bis jetzt den Holzfäller am besten. Ah, Leute, ich bin voll reingechoked, weil sich das Menü irgendwie nicht geöffnet hat. Ich habe irgendwie Emotes gemacht, die ich gar nicht machen wollte. Das war ja voll reingechoked. Aber wir sind trotzdem weitergekommen. Es hat gereicht, sagen wir es mal so. Es hat gereicht. Es hat gereicht. Sagen wir mal so. Ich hoffe, das Ding ist, es hat mir einige Emotes gekostet. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht im Endgame brauche, aber gucken wir einfach mal. Das war jetzt ein bisschen doof irgendwie gewesen, sag ich Real Talk. Was hast du mitgebracht? War halt auch so eine Story, die man schon einige Male gesehen hatte. Du da hinten, was hast du mitgebracht? Ja, wir haben unten irgendwie so ein Symbol. So ein Friedenssymbol. Dann hat sie irgendwie damit symbolisiert, komm Leute, der Frieden muss hier komplett attackiert werden. Nix Frieden, Finsternis ist hier zum Vorschein gekommen. Das meinte sie ein bisschen so damit, oder? Ich denke schon. Ja, wegen dem Lachen vor allem. Ist okay gewesen? Ist cool? Doch, ist gut gewesen. Ist gut gewesen. Schneemann, du vielleicht? Wir müssen leider die Stories gleich abbrechen. Keine Angst, keiner fliegt raus. Ich werde das jetzt auch nicht erstmal bewerten, denke ich. Ich sehe das leider nicht, aber man sieht das leider nicht. Kommt mal alle in die nächste Zone. Mach mal bitte Tanzduell. Tanzduell, Tanzduell. Holzfäller gegen Roboter. Ja, Leute, easy game. Er rasiert gerade so hart, der Holzfäller. Vielleicht ist das Stani, vielleicht ist das Stanis Vater, ich weiß nicht. Jacqueline gegen Samurai. Ich fühle einfach Jacqueline mehr. Sorry, Sweezy. Wer ist hier? Hast du keinen Gegner oder was? Dann mache ich hier. Dann mache ich jetzt mit euch zwei weiter. Zwei ganz starke Gegner hier, optisch richtig nice. Beide. Oha. Oh mein Gott, passt auch richtig gut. Beide 1-1, richtig gut. Beide richtig stark. Okay, ganz krass. Ich finde optisch links geiler, Bro. Optisch sieht viel geiler aus. Deshalb ist links für mich weiter, obwohl du auch optisch voll geil aus. Ja! Mein lila Konkurrenten rausgekickt, Mann. Keine Chance gehabt gegen Stani, die Bestie, Alter. Boom! Also ohne dieses Graue von Son Goku, die Aura. Rechts definitiv, der hat ihn einfach abgeschmissen mit einem Schneeball. Tut mir leid, Bro. Und dich habe ich auch noch nicht gesehen. Mach einen Emote. Einfach einen Emote. Ja, passt richtig gut. Okay, Leute, das gleiche noch einmal, aber jetzt ein Emoji-Battle. Das gleiche schnell noch einmal, aber Emoji-Battle. Emoji-Battle, Emoji-Battle. Schnell, 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 schnell. Okay, so Fragen mit Ausrufezeichen. Sieht optisch cool aus. Bei dir sieht das auch gut aus. Was hast du mitgebracht? Der Schlechteste muss gleich gegen Schneemann spielen. Zeig das nochmal. Ich habe darauf gerade gar nicht geachtet. Das fühle ich gar nicht, Bro. Das fühle ich gar nicht. Du musst jetzt gegen Schneemann machen. Die anderen sind alle weiter. Du musst jetzt noch Emoji machen, Fräulein. Oder du bist draußen. Ja, du bist leider draußen. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt uns nach oben bauen. Und ich muss jetzt einen rauskicken, der mir optisch nicht gefällt. Wo die anderen einfach viel, viel krasser waren. Und ich muss leider sagen, Schneemann, du warst cool, süß und alles. Aber die anderen sind ein bisschen krasser einfach gewesen. Du bist halt ein Skin, den man schon relativ oft sieht. Und deshalb muss ich mich jetzt für einen von euch entscheiden. Wer wird der Sieger sein? Deshalb noch einen Tanz will ich hier sehen. Noch einen Tanz. Und der Bauer kann hier unter anderem für uns schon mal alles aufbauen in die nächste Zone. Was macht denn der Helfer? Helfer soll ein bisschen bauen. Nochmal, zeigt mir eure Emotes. Ich habe nicht drauf achten können. Oh, das mit dem Roller ist so krass, Leute. Was hast du mitgebracht? Auch so ein Herz. Sie geht bis jetzt auf Herzen. Auch richtig cool. Was hast du mitgebracht, Jacqueline? Schmetterlinge. Ist auch cool. Noch einmal Emoji, bitte. Emoji, Emoji, Emoji. Emoji ist ein Sticker. Sticker, 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 Sticker. Schnecke, Leute. Er hat eine Schnecke im Wald gefunden. Geburtstag. Was hast du mitgebracht? Zeig mal nochmal, ich habe das nicht gesehen. Emoji, Emoji, Emoji. Ja, ist auch okay. Jetzt noch ein Tanz, Leute. Noch ein Tanz, noch ein Tanz. Okay, dieses Herztanz. Ich muss sagen, Leute. Was hast du mitgebracht? Pizza rausgeholt. Bro, verwandle dich zurück.
Verwandle dich schnell zurück. Bro, du musst jetzt mal entscheiden. Hallo. Bro, alles gut. Man stirbt hier gleich. Bro, man stirbt doch hier gleich. Ist doch egal, wenn ihr verreckt. Ich kann doch im Nachhinein noch gleich sagen. Das ist schlecht, Leute. Das Bro, ich fall doch selber runter. Nein, nichts Müllcontest. Müllcontest mit Gurkentruppe. Ich hab doch nichts gesehen. Wie soll ich denn? Ich muss doch nebenbei auch bauen. Stark, Bro, stark, Bro, stark. Also, Leute, es war doch Knuffel. Oh mein Gott, es war doch Knuffel. Ich muss sagen, für mich ist der Sieger einfach Knuffel gewesen. Ist einfach Fakt. Ja, er hat so rasiert. Bro, ich kann doch nichts dafür. Nein, ich kann doch nichts dafür, wenn die Zeit nicht da ist. Du kannst einfach nicht verlieren, Bro. Er hat rasiert, Bro. Er hat den Holzfäller gespielt. Checkst du das überhaupt? Geil, also es war ja zum Ende auch nochmal eine faire Bewertung. Man hatte richtig Zeit gehabt, seine Emotes, seine Tänze zu zeigen. Das war echt geil gewesen. Da muss ich echt sagen, top, Leute. Geil, Stani wieder gewonnen. Einfach super. Geil. Ja, also ich habe gewonnen. Danke. Liken, abonnieren nicht vergessen, Leute. Das war's. Tschüss, bitte.